Mittwoch, 30. Juni 2021, immer noch Mond in den Fischen, Sonne im Krebs und wir haben Mars, Saturn im Clinch. Bis Anfang Juli, vorsichtig damit. Wir haben gehört, man ist sehr zugetan, man ist sehr fürsorglich, vielleicht auch liebevoll, aber durch die Empfindsamkeit oder auch die leichte Möglichkeit, verletzt zu werden, kann es zu starken Auseinandersetzungen kommen. Das gilt noch bis zum 2. Juli und da sollte man wirklich sehr aufpassen, in welche Streitigkeiten man sich begibt, ob das wirklich die eigene Baustelle ist oder eben nicht, oder ob man vielleicht friedfertiger reagiert, als man eigentlich reagieren würde, weil das könnten Auseinandersetzungen sein, die langfristig Folgen haben. Das gilt es gut zu überlegen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021. Was haben wir heute in der letzten Tageslegung des Junis für den Widder? Worauf sollst du allgemein natürlich hingewiesen werden? Acht der Kelche, gefühlsmäßig neue Wege gehen. Knabe der Kelche, Sympathie und der Gehängte. Das ist für mich ganz klar eine Aufforderung zu schauen, wie machen es denn andere? Wie gehen andere damit um? Mit Sympathie auf das zu schauen, wie andere reagieren, wie andere so unterwegs sind. Du kannst neue Wege gehen, natürlich für dich, aber ich denke, dass du dir das anschauen kannst, um daraus auch ein Stück zu lernen oder Dinge für dich rauszusuchen, die für dich gut passen. Das Ass der Kelche sagt ganz klar, kümmere dich um deine Gefühle, dass du eben Liebe geben kannst, hier Sympathie. Das muss ja nicht die Person sein, der du das wiedergibst, aber das Ass der Kelche ist eben, lass deine Eigenliebe wachsen. Und deshalb kannst du dann auch viel besser in Liebesbeziehungen agieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Stier, zum Taroskop mit Ella. Heute Tageslegung für den Stier am 30. Juni 2021, letzter Tag des Monats. Was haben wir für den Stier heute? Allgemein natürlich, ne? Der Eremit, Rückzug, in sich gehen. Wir haben Königin der Kelche, sich um Gefühle kümmern. Und Neun der Schwerter, Sorgen. So, wir haben ja einmal den Eremiten, Jungfrau-Karte, betrifft das Innenleben. Da ist die Fürsorge für das Gefühl, für sich, für andere. Da ist die Sorge, dass etwas schief gehen könnte. Oder vielleicht suchst du auch das Gespräch. Wir haben den Knabe der Kelche, bedeutet, geh da mit gemäßigten Gefühlen ran. Die Königin der Kelche neigt ab und zu dazu, zu übertreiben, zu dramatisieren. Versuche eben nicht zu dramatisieren, sondern realistisch ranzugehen, aber deinen Gefühlen auch Raum zu geben. Ich wünsche dir viel Erfolg heute und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Zwilling. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021, dem letzten Tag des Monats und wir schauen uns an, was wir für die Zwillinge heute in der allgemeinen Tageslegung haben. Königin der Münzen, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Drei der Kelche, Geselligkeit gehört auch dazu in Gemeinschaft. Und der Gehängte, die Situation überblicken. Das heißt auch, naja, ich sag jetzt mal, einen Blick zu haben, was wollen die anderen, wie passt das zu meinen Verhältnissen. Also du bist schon in einer tollen Energie, dass du deine Ziele auch erreichen kannst, indem du eben auch die anderen beachtest, die Umstände, die Leute. Und der Gehängte ist eben eine neutrale Betrachtung der Zusammenhänge. Und das bringt dich voran. Mit der Herrscherin können diese Erkenntnisse dich sehr weit voranbringen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021 und wollen natürlich schauen, was heute am letzten Tag des Monats für die Krebse so allgemein in der Tageslegung drin ist. Wir haben den Mond. Natürlich, du bist das Mondkind. Dann haben wir die zwei der Münzen abwägen
Und die 7 der Münzen, Geduld. Hab Geduld mit deiner Gefühlswelt, damit, dass vielleicht auch das ein oder andere Mal du hin und her gerissen bist, auch gefühlsmäßig. Geh es langsam an, bedächtig, Schritt für Schritt. Wir haben hier, du stehst vor einer Weggabelung, aber du hast schon eine Tendenz. Je mehr Zeit du dir lässt und je geduldiger du mit dir selbst umgehst, desto erfolgreicher der Ausgang. Das wünsche ich dir auch und sag bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021. Wir schauen uns an, was heute am letzten Tag des Monats die Tageslegung allgemein für den Löwen beinhaltet. Was haben wir? König der Kelche. Charmant, elegant, zuvorkommend. Ja, man hat ein Ziel, man hat Eigenliebe, Selbstvertrauen, man fühlt sich wohl in seiner Haut. Und da haben wir die Veränderung. Irgendwas verändert sich. Oder vielleicht ist dein Wohlgefühl nicht so ausgeprägt, denn der König der Kelche ist skorpionische Energie, man ist tiefgründig, man hat seine eigenen Vorstellungen, wie etwas zu laufen hat, die Eigenliebe ist gut, aber wenn wir da eine Veränderung sehen, das bedeutet auch Fortschritt. Es ist nicht immer negativ, wenn man da eine Veränderung sieht. 2 der Stäbe bedeutet auch, du wirst dich entscheiden müssen in naher Zukunft oder vielleicht sogar heute. Geh nach deiner Intuition, nach deinem Bauchgefühl und versuche da eben auch liebevoll rüberzukommen. Und charmant natürlich. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Mittwoch, dem 30. Juni 2021, letzter Tag des Monats. Was haben wir für die Jungfrau allgemein heute in der Tageslegung? Wir haben der König der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, dranbleiben, Knabe der Stäbe, fokussiert auf sein Ziel hinarbeiten mit Leidenschaft und Königin der Kelche, sich kümmern. Du hast etwas, wo du mit Leidenschaft dabei bist. Das können natürlich Beziehungen sein, es kann aber auch die Arbeit sein, es kann ein Hobby sein. Du bist sehr fokussiert und ja, du gehst die Dinge an, fürsorglich. 3 der Kelche ist Geselligkeit. Viele Menschen, also es geht nicht nur um eine Person, vielleicht ist es auch die Familie oder eine gesellschaftliche Stellung. Du bist dabei und arbeitest dich mit Optimismus weiter vor. Gefühl nicht vergessen, dann kommst du gut an. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind heute beim Mittwoch, dem 30. Juni 2021 und damit beim letzten Tag des Monats. Schauen wir uns an, was wir für die Waage in der allgemeinen Tageslegung heute haben. Wir haben 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit in Finanzen und Beziehungen. 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Und die 9 der Schwerter. Das sind die Sorgen, das sind vielleicht auch zu viele Gedanken um etwas. Wir haben aber Stabilität und Sicherheit, ausgewogenes Geben und Nehmen. Das ist so ein bisschen, man denkt zu viel darüber nach und könnte es dadurch, dass man so denkt, eben, naja, versauen. Ich sag's, wie es ist, ja. Und da solltest du deine Disziplin heranführen, deine Stärke, die Dinge nicht zu schwarz zu sehen, sondern möglichst gut zu beobachten, aber auch deine, ja, ich sag mal, negative Gedankenwelt zu beobachten. Wo kommt das denn her? Kommt das von mir jetzt oder kommt das von mir früher? Disziplin ist angesagt. Du kannst diese Ausgewogenheit beibehalten, wenn du es eben nicht durch, ich sag jetzt mal, negative Voraussagen selbst beeinflusst und damit ja ein bisschen negativ selbst machst. Also aufgepasst, viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Mittwoch, dem 30. Juni 2021, letzter Tag des Monats. Was ist für die Skorpione heute allgemein in der Tageslegung drin? Worauf ist zu achten? 3 der Stäbe, vorausschauend denken, kann auch Weiterbildung sein. Vorausschauend denken heißt ja über eine lange Sicht den Horizont im Auge haben. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit, sich dessen bewusst sein, was man bereits hat. Ja, und damit auch zufrieden sein, so ein bisschen Demut. Dann haben wir die 5 der Kelche, das so ein bisschen hadern. Vielleicht ist da so ein bisschen, naja, Bedauern drin oder so. Wir haben auch den Mond, das bedeutet, setz dich damit auseinander,
dass du vielleicht, wie wir schon mal besprochen haben, Gefühle aus der Vergangenheit in die Gegenwart holst, die nicht der Situation angepasst sind heute, sondern die kommen woanders her. Und wir haben hier, wichtig ist, vorausschauend denken, Stabilität und Sicherheit ist vorhanden. Also mach dir erstmal bewusst, was du hast und dann, wo kommt dieses Gefühl her? Dann wirst du es vielleicht auch schneller los, als du ja, gucken kannst. Und das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021. Letzter Tag des Monats. Was haben wir für die Schützen heute in der allgemeinen Tageslegung? Der König der Kelche. Charme, zuvorkommend. Er hat seine Agenda, da haben wir gute Stimmung, Optimismus, Frohsinn und da haben wir die 9 der Münzen, Unabhängigkeit, Single-Dasein, vielleicht auch kurz vor dem Durchbruch mit den 10 der Münzen. Wir haben die Königin der Schwerter. Klarheit und Wahrheit, Aufrichtigkeit zu sich selbst kennst du vielleicht, wenn du meine Legung kennst. Und ich denke, dass du mit dir auch hart ins Gericht gehst und dich auch hinterfragst und die Dinge auch in Frage stellst, was du tust und was andere tun. Aber du hast wirklich eine Bombenstimmung und ich denke, dass du vielleicht überlegst, wie kann ich mich weiter voranbringen. Vielleicht ist auch jemand, der dir hilft, der dir auch so ein bisschen Honig um den Bart schmiert, der dich unterstützt und vielleicht überlegst du dir neue Schritte, vielleicht nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam. Das ist unterschiedlich bei den vielen Schützen. Wunderbar ist die positive Stimmung und der Optimismus. Viel Erfolg dabei und ich sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021, der letzte Tag des Monats Juni und wir schauen, was wir in der allgemeinen Tageslegung für den Steinbock heute haben. Wir haben die 8 der Münzen, an etwas arbeiten. Wir haben die 5 der Kelche, etwas bedauern und wir haben den König der Stäbe. Da ist Feuerenergie, das ist vielleicht ein Flirt, der schiefgegangen ist. Wir haben die 8 der Münzen, es kann auch was sein, in Zusammenarbeit mit Feuerenergie. Vielleicht ist auch etwas, wofür du dich begeisterst, hat nicht so funktioniert oder du hast irgendwas verpasst, je nachdem. Es kann auch bedeuten, dass du etwas vermisst, eine Person oder irgendwo die Leidenschaft vermisst. Wir haben die Entscheidung der Liebenden. Was du liebst, wofür deine Leidenschaft brennt, vielleicht ist es wirklich jemanden vermissen oder die Leidenschaft an sich vermissen. Vielleicht ist es tatsächlich, dass du etwas vermisst oder es ist eine Person, die du vermisst. Auf jeden Fall ist es etwas, wo Leidenschaft, Optimismus, Positives drin ist und da ist das Bedauern. Und du arbeitest daran, vielleicht das auch hinter dich zu bringen. Kann auch das aus der Vergangenheit sein, aber jedenfalls ja, ist da ein bisschen Bedauern drin. Aber wenn du dem auf die Spur kommst, vielleicht kannst du es dann auch ablegen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021, der letzte Tag des Monats Juni und wir wollen schauen, was wir in der allgemeinen Tageslegung für die Wassermänner heute so drinstehen haben. Worauf soll geachtet werden? Das Gericht, die Situation nach Fakten beurteilen, das bringt dich voran mit der Herrscherin und bringt dir auch die Liebe. Also das Pflänzchen gießen heißt in dem Fall, die Fakten wirklich genau prüfen. 10 der Kelche, da ist Liebe drin, Familie, das, was dein Herz beglückt. Und da haben wir den Knabe der Kelche. Kann natürlich sein, dass du in Liebe entbrennst und dein Gegenüber dich ja noch gar nicht kennt zum Beispiel und erstmal nur Sympathie hegt. Aber wie gesagt, es kann um verschiedene Dinge gehen, die dir am Herzen liegen und man sollte halt langsam vorgehen. Also nicht zu hohe Erwartungen haben, sondern wirklich versuchen, die Dinge in Ruhe und Gelassenheit anzugehen. Sehr schön, viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 30. Juni 2021, letzter Tag des Monats Juni. Was haben wir in der allgemeinen Tageslegung für die Fische? Worauf wirst du aufmerksam gemacht? Herrscher, okay, das kann deine Attitüde sein oder die eines anderen. Klarheit und Wahrheit, klare Gespräche, glatter Schnitt, Teamplay. Wunderbar.
kann bedeuten, dass du mit einer starken Persönlichkeit klärst oder mit jemandem klärende Gespräche führst. Vielleicht bietet dir auch jemand Zusammenarbeit an, wäre möglich. Vier der Münzen sagt, halte an dieser Teamarbeit fest. Ja, also ich denke, dass dir das einen Vorteil verschaffen kann. Aber natürlich Erdenergie schön gut überlegen, nichts überstürzen und fair bleiben und natürlich Wahrheit klären, also wahrheitsgemäß darüber sprechen. Und ich denke, diese Persönlichkeit kann dir sehr nützlich sein, kann dich unterstützen, vielleicht ein Mentor oder ein neuer Job, wie auch immer. Viel Erfolg dabei und bis morgen.